Hi, ich bin's Kira. Der neue Boss ist schon vor Ort. Wir müssen jetzt los. Ich melde mich wieder, wenn wir da sind. Gut, Leute. Tag 1 vom Horizon Australia. Diese Autos müssen zum Festivalgelände in Byron Bay. Hergehört Australien, hier Scott live auf Horizon Radio. Wir sind um die halbe Welt gereist. Ich kann's kaum fassen, dass wir jetzt endlich da sind. Wenn ich so aus dem Fenster schaue, sehe ich Strände, das glaubt ihr gar nicht. Hier ist alles flach und die breiten leeren Straßen warten nur darauf, dass man da auf Derbe abcruist. Die nennen das hier Down Under, aber wie man bei so viel Sonne und Strand je down sein könnte, ist mir ein Rätsel. Hier gibt es schnelle Karren. Sommer pur, Hammerrennen, heiße Tage, noch heißere Nächte. Verbranntes Gummi, wilde Partys und... echt seltsame Viecher. Ernsthaft, Leute, das dürft ihr euch auf keinen Fall entgehen lassen. Also, auf die Tube getreten. Willkommen in Australien, wo dieses Jahr das größte, beste, durchgedrehteste Horizon Festival aller Zeiten stattfinden wird. Ich habe hier 800 Pferdchen und keine Angst, sie einzusetzen. Eine Bremsenüberholung, Warren. Ich habe dir das Ding für eine Bremsenüberholung dagelassen. Oh, hey, Kira, was meinst du? Irgendwas mit Bremsen? Wir fahren... Wir fahren über die Great Ocean Road nach Byron. Versprich mir, dass du keine Dummheiten machst.
Die Presse fragt nach einem Foto, Boss. Wärst du so frei? Gut. Und wie soll ich dich nennen? Super. Dann also Kai? Hallo Kai, was hältst du von der Location? Noch macht es nicht viel her, aber diesen Sommer wirst du hier alles in das größte Horizon Festival aller Zeiten verwandeln. Ein großartiges Team sorgt dafür, dass auf dem Festival alles rund läuft. Aber alles andere liegt an dir. Du entscheidest über Rennen, Musik und Fahrer. Das ist dein Festival. Ich weiß, du bist gerade erst angekommen, aber die erste Veranstaltung beginnt in wenigen Minuten und du hast einen Logenplatz. Bei der Eröffnung wirst du dir im Buggy mit diesem Jeep ein Rennen liefern. Fangen wir mit etwas Einfachem an. So kannst du dich etwas locker machen. Ich sagte einfach, nicht langweilig. Der Pilot gibt grünes Licht. Gib Bescheid, wenn du soweit bist. Okay, da ist die Ziellinie. Löst den Wagen! Was für ein phänomenaler Partyauftakt. Wenn du weiter so schnell neue Fans gewinnst, müssen wir uns Gedanken um eine Festivalerweiterung machen. Boss, das war unglaublich. Aber das ist nur ein kleiner Ausschnitt von dem, was wir für Horizon Australia geplant haben.
Also, was meinst du? Bist du dabei? Was für ein Rennen! Gar nicht übel, Boss! Ich bin Warren, der Schrauber vom Dienst. Du hast zwar ein Festival zu leiten und Rennen zu gewinnen, aber die Garage ist mein Reich. Mit Autoproblemen jeder Art kommst du besser zu mir. Ach, und eins noch. Kira empfiehlt den Centenario für diese Fahrt. Wir laden jetzt einige wirklich bekannte und hochkarätige Fahrer zum Festival ein. Viele von ihnen träumen davon, mal in der Startaufstellung neben dir zu stehen. Das sollen sie haben. Auf einen der Fahrer habe ich bereits ein Auge geworfen. Finde ihn und schlage ihn in einem Rennen. Dann bringen wir seinen Driver-Tag zum Festival. Hallo Kai. Es wurde eine Route zu dem Gebiet berechnet, in dem sich der Driver-Tag aufhält. In 400 Metern links abbiegen. Eröffnung eines Horizon Festivals. Wir haben alle schon mal Autos durchs Gelände fahren sehen, aber noch nie eins, das an einem Heli durch die Luft fliegt, oder? Das ist unser neuer Boss und Hauptrennfahrer voll in Action, Leute. Also, sag mal Hallo. Wir schnallen uns schon mal an und sind bereit für alles, was du zu bieten hast, Boss. Du hast das Adrenalin, ich hab die Songs und Horizon hat den Spaß. Mehr Tracks wie diesen hört ihr nur auf Haus. Heraus. Im Kreisverkehr die zweite Ausfahrt nehmen. In 400 Metern rechts halten. Rechts halten. In 400 Metern links halten. Gemacht. Jetzt füge ihn deiner Aufstellung hinzu. Je erfolgreicher die Fahrer sind, die du deiner Aufstellung hinzufügst, desto mehr Fans locken wir zum Festival. Ich gebe Bescheid, sobald wir einen neuen Kandidaten entdecken. Metern links halten. Links halten. We'll be right back.
Boss, damit du wirklich Fans und neue Fahrer zum Festival ziehen kannst, musst du rennfertig werden. Dafür brauchst du ein Auto. Hier draußen gibt's eine Menge JDM-Wagen. Natürlich kaum einen wie diesen. Wie wär's mit einem Wunschkennzeichen? Stell deinen Charakter in 8 oder weniger Zeichen zur Schau. Dieses Horizon Festival wird echt groß, größer als alle davor. Deshalb müssen wir unser Festivalgelände erweitern. Aber dazu brauchen wir Fans. Und um die wiederum anzulocken, musst du da draußen Rennen fahren und PR-Stunts abziehen. Unsere Festival-Scouts haben ordentlich geschuftet, um Sonderziele mit diesen Markern zu versehen. Berechne eine Route zu einem der Marker. Mal sehen, was wir dort finden können. Ich könnte ein paar ziemlich große Labels und Künstler an Land ziehen. Aber du entscheidest, Boss. Was willst du hören? Okay, Base Arena. Ich regle den Vertrag. Wie geht's weiter? Deal. Ich regle das Vertragliche mit Horizon Pulse. Das wird ganz relaxed. Was für ein ausgesprochen nettes Fleckchen für eine Rennstrecke. Um zu starten, fährst du einfach bis zum Marker. Die Leute wollen dich fahren sehen. Also legen wir mit einem einzelnen Fanrennen los.
wieder ein Sieg, Boss. Da kommen noch viele weitere, hoffe ich doch. Genug gewonnen, Boss. Gib den anderen auch mal eine Chance. Kleiner Scherz. Nur weiter so. Natürliche Navigationsassistentin, kurz Anna. Das Horizon-Technik-Team in Cambridge hat mich in diversen Bereichen verbessert. Ich werde Ihnen während Ihres Aufenthalts in Australien Ziele vorschlagen und Ihnen bei der Orientierung helfen. Darf ich Ihnen eine Route zu Ihrer nächsten Fahrt berechnen? Klasse, ich habe eine Route ausgewählt. Falls Sie mich nochmal brauchen, sagen Sie einfach Anna. Was geht? Hier ist Scott Tyler und ihr hört Bass Arena. Jetzt hört mal her, Leute. Byron Bay hat sich einen Platz auf der Weltkarte gesichert. Ich meine, klar, es war schon vorher auf der australischen Landkarte und zwar schon seit Ewigkeiten. Aber jetzt ist es auf dem Schirm von Horizon, was es genau gesehen auch schon vorher war. Sonst hätten die Fahrer ja nicht hierher gefunden. Aber was ich eigentlich sagen will, es ist groß, okay? Byron Bay ist gewachsen. Es ist... Das ist ein Gefahrenschild. Unsere Scouts haben diese Gefahrenzonen ausgeschildert und abgesperrt. Zu deiner eigenen Sicherheit. Aber die besten und verrücktesten Stuntsprünge findet man meistens ab vom Kurs. Wie es dir lieber ist. Alles noch heil, Boss? Ausgezeichnet. Da standen die voll drauf. Ich lasse die Scouts wissen, dass sie noch mehr suchen sollen. In der Zwischenzeit führe ich mal ein sehr lebhaftes Telefonat mit unserer Versicherung. Hallo Kai, das hier ist ein Rundstreckenrennen. Die Strecke ist asphaltiert, die Rundenzahl festgelegt. Ganz unkompliziert. Die Fans stehen auf Fanrennen und Fähigkeitsketten. Sie wollen schließlich nicht nur, dass du gewinnst. Dein Sieg muss auch Ziel haben. Schon, Boss. Nicht schon.
deshalb mache ich hier die Orga, während du die Rennen fährst. Sternen in PR-Stunts erhalten sie neue Fans. Ich lege eine Route zum nächsten PR-Stunt fest. In 400 Metern rechts abbiegen. Route wird neu berechnet. In 200 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Links abbiegen. Die größten Tracks lassen euch so richtig abgehen. Nur auf Base Arena. Das sind Driftzonen. Geh scharf in die Kurve und zieh die Handbremse, um so weit wie möglich zwischen den Fahnen zu driften. Das war meine Idee. Die Horizon-Fans sind nicht gerade Freunde der Traktionskontrolle. Je größer der Stunt, desto besser. Vielleicht kannst du aus einem Stern zwei machen. Für das Abschließen von Löffellisten-Herausforderungen erhalten sie viele Fans. Ich lege eine Route zur nächsten Herausforderung fest. In 400 Metern links abbiegen. Wir haben Ihr Ziel erreicht. Hallo Kai. Mit der Horizon-Löffelliste hauen wir so richtig auf den Putz. Stell dir vor, es sei dein letzter Tag auf Erden. Welches Auto würdest du fahren? Welche Rennen? Und dann steig in dein Auto und tu es einfach. Nichts zu danken. This party, go to a party. Girls are standing as glad as all body. Chick walks by, you wish you could be me. I'm standing on the wall like you was born next. Next stage function, high class function. Feel the sun, no spark for me. Music comes back, we'll start the dance. We're living so much, you can split your hands. Girls starts walking, guys don't walk. And since I'm next to you, it's much more. Since you're a dance, cause it likes to be used. Come on, fat soul, and just bust my.
Veranstaltungen wirken wahre Wunder für unsere PR- und Fanzahlen und bestimmt auch für die Seele. In Byron Bay wird es so langsam eng. Von überall her kommen die Menschen angeströmt, um am Horizon teilzunehmen. Wir haben sogar Gäste aus Übersee. Zweites Festivalgelände aussuchen. Ich habe da schon ein paar Kandidaten markiert. Surfer's Paradise. Wolkenkratzer und Rennen in engen Straßen und Gassen. Die Wellen sind offenbar auch ganz ansehnlich. Oder das Outback. Roter Sand, blauer Himmel, perfektes Offroad-Gelände und Schlangen, die dich umbringen, wenn du für einen kurzen Moment abbremst. Horizon Surfer's Paradise. Ich kann alles bereit machen, damit die Party beginnt. Bleib du doch einfach noch eine Weile hier und komm dann viel zu spät vorbei. Bist du diesen Sommer mit dabei, um dein Festival in ganz Australien auszubreiten? Das hier ist Horizon Online. Bei Horizon Online reicht es nicht, Erster zu werden. Fahr sauber, fahr stylisch, fahr eindrucksvoll. Du gewinnst genauso viele EP wie der Typ, der am Ende vorne liegt. Es gibt drei verschiedene Spielarten. Beim Online-Abenteuer schicken wir dich zu tollen Veranstaltungen im ganzen Land. Du kannst mit deinen Freunden sofort loslegen und musst dabei lediglich fahren. Bei der Online-Freifahrt kannst du dein eigenes Abenteuer wählen. Wir lassen dich mit deinen Freunden die weite Landschaft frei erkunden. Holt ein paar Wagen aus der Garage, tretet bei Veranstaltungen an, hakt die Löffelliste ab oder fahrt dem Sonnenuntergang entgegen.
Erstmals kann auch die Horizon-Kampagne im Koop gespielt werden. Sorge mit deinen Freunden dafür, dass Horizon Australia das beste Horizon aller Zeiten wird. Sämtliche Errungenschaften im Koop zählen auch für deine Solo-Kampagne, also sei bloß nicht schüchtern.